Aber für Sie als ehemaligen General, da weiß man doch, was man verteidigen muss. Und dass die Ukrainer jetzt Lyman eingenommen haben, zeigt, dass die Schwäche tatsächlich der russischen Truppen oder vielleicht aber auch die Unterstützung der ukrainischen Armee durch westliche Waffenlieferungen und vor allen Dingen Aufklärungssysteme? Also beides spielt eine wichtige Rolle. Ich beginne mal mit der ukrainischen Seite. Die ukrainische Seite ist durch die Lieferung westlicher Waffensysteme befähigt worden, im Hinterland, das heißt hinter den Frontlinien der russischen Truppen, entsprechend Verkehrsknotenpunkte, Depots, Versorgungseinrichtungen, Artilleriestellungen und dergleichen anzugreifen. Das spielt eine wichtige Rolle, weil damit ein Teil, ich sag mal, der Strategie der Russen erst durch starkes Artilleriefeuer Erfolge zu erzielen, unterbrochen wird bzw. gestört wird. Und dann kommen wir zur Ukraine. Das ist richtig. Die Ukraine hat mit den modernen Waffensystemen und allem, was damit bei ist, deutliche Vorteile gewonnen. Der entscheidende Faktor in meinen Augen ist aber ein ganz einfacher. Es ist die Kampfmoral der ukrainischen Soldaten, die auf der einen Seite sehr hoch ist, und die Kampfmoral der russischen Soldaten, die ausgesprochen niedrig ist. Und wenn in Ihrem Beitrag gerade davon berichtet worden ist, dass russische Soldaten, die gerade rekrutiert worden sind, in die Ukraine gebracht worden sind, dann sagen, es kann schon nicht so schlimm sein, weil der Präsident ja nur eine Teilmobilmachung befohlen hat, dann zeigt das, dass diese russischen Soldaten von vornherein mit einer falschen Einstellung in diese Gefechte reingehen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.